Der Jungvater ist auch da. Vater, der Max. Max. Ja. Tochter haben Sie gehört, ja? Sie haben sein Mädchen. Ja. Du geh weg da, du verschandelst das Bild. Damit der Alex und der Stefan uns nicht vergessen und der zweite Stefan, haben wir ein kleines Präsent für euch, ein kleines Andenken. Kommt ihr mit damit? Aber nichts, was wir vorher trinken müssen, oder? Nein, wir müssen nicht vorher trinken. Wir müssen noch gleich trinken. Aus dem Schwierigen Tal. Danke. Danke. Ein wichtiger Baustein, wahnsinnig entscheidende, war dieses Produkt hier. Das ist die Zeitung gewesen, mit der wir uns beworben haben im Wettbewerb. Das ist die Siegerzeitung sozusagen. Und ein Mann ist dafür ganz besonders verantwortlich, der Werner Schmidt-Dieser. Herzlichen Dank. Das ist ein Aufwand von Stefan Christoph-Bordel aus dem Amt. Und herzlichen Dank. Dem Doppel steht, glaube ich, jetzt nicht mehr im Weg. Unser Michael Bachinger wird die Partie kommentieren, leiten. Herzlichen Dank. Wenn zwar Gärtner da sind, haben wir einen Steirer, einen gebürtigen Steirer aufgeboten, um das Spiel zu leiten. Danke, Michael. So, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Es ist meine Freude und eine Ehre, das ein bisschen zu moderieren. Ich möchte nur noch anschließen an den Paul und Firmen, die das ermöglicht haben, dass wir heute hier stehen, sind die Firma Barbolat, das Tennis.net.com, wo wir mitgespielt haben, und die Wiener Städtische Versicherung, dass wir die Sponsoren auch unterbringen. Und wie gesagt, herzlichen Dank auch an die Marktgemeinde Gottstetten-Grünau und unsere anderen Sponsoren, die Reika und die Sparkasse. Ich möchte kurz die Spieler vorstellen. Wir beginnen beim UTC Hofstetten-Grünau. Er wurde 1991 geboren in St. Pölten, hat dann über Kiel den Weg zu uns gefunden. War in der ÖTV-Jugendturnierszene sehr gut vertreten, hat dann ein bisschen eine Pause und ist jetzt seit Jahren wieder eine Stütze für uns in der Kreisliga A, der ersten Mannschaft, als Vereinsmeister, IBM 4,6, Thomas Schilde, Schildendorfer. Der Kollege in der ersten Mannschaft des UTC Hofstetten ist seit der Jugend in Hofstetten tätig als Tennisspieler, ist kein Wunder, der Vater war ein Gründungsmitglied, hat das Haus mitgebaut, das heißt, er ist praktisch da aufgewachsen und seine Kinder werden wahrscheinlich auch wieder aufgewachsen und so weiter geht. Er ist langjähriger Rekordsvereinsmeister, eine Stütze unserer Mannschaft, langjährig in der Kreisliga A, unser rührlicher Vizepräsident, der Nachwuchs, was überhaupt, ITM 365, Stefan Steve Dürrel. Wir
willkommen und zu unseren Gästen, die ich auch vorstellen möchte, obwohl es nicht notwendig ist, Stefan Kubek und Alexander Antonik. Er wurde 1977 geboren in Klagenfurt, hat dann über die Jugend im 1994er Jahr auf der Profitour angefangen, hat insgesamt 3 Single und einen Doppeltitel auf der ATP-Meisterschaft, hat seit 1998 Davis Cup gespielt, viele legendäre Schlachten, ich erinnere nur gegen Schweden, hat dann 2011 seinen Abschied von der ATP-Tour genommen. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus die ehemalige Nummer 20 der Weltrangliste, Stefan Kubek! Sein Partner beim heutigen Doppeln ist 1966 in Villach geboren. Seit 1985 war er Profi auf der ATP-Tour. Er hat insgesamt einen Single und 4 Doppeltitel auf der ATP-Tour gewonnen. Er hat 1984 bis 1996 Davis Cup gespielt. Er war auch Held unzähliger Schlachten. Wir erinnern uns alle an das Wiener Stadion damals gegen Amerika. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus die ehemalige Nummer 40 der ATP-Tour, Alexander Antonic. Des Weiteren bitte einen großen Applaus für unsere Balljungen, die heute ein bisschen uns unterstützen werden, respektive Balljungen tätig sind. Applaus bitte. Thank you.
Während sich unsere Spieler einspielen, vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zu Alexandrovic und Stefan Kubik. Alexandrovic ist auch sehr tätiger Co-Kommentator, bei von Eurosport. Ist der Gründer von tennisnet.com, wo wir diesen Preis gewonnen haben. Er ist Buchautor, Mentaltrainer. Bei der Tennisschule Tennis for Kids hat er gegründet, das ist unglaublich vielseitig unterwegs. So hier direkt in Kitzbühel, beim ATP-Turnier. Und unter anderem auch Gründer der Eishockey-Akademie in St. Pölten. Was ganz interessant ist, aber für einen Kärntner nichts Außergewöhnliches ist, die wachsen mit Eishockey auf. Ebenso der Stefan Kubik, glaube ich, Eishockey eines seiner größten Hobbys, was ich so recherchiert habe, spielt glaube ich auch meisterschaftsmäßig in Wien und hat früher vor seinen Turnieren Eishockey-Trainings gemacht und dann großartige Siege gefeiert. Also wie gesagt, im Winter habe ich in die Höhe ein bisschen Eishockey spielen, die Jungs, und dann kommen wir auch so weit. Schon einmal einen aufmunterten Applaus verdienen, bitte.
Den Kubek Ankovic 2-0. Aufschlag Alexander. Thank you.